Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich muss mal schnell meinen Ingame-Sound lauter machen, denke ich. So, jetzt passt das besser. Und dann... dann spiele ich ein bisschen diese Melodie, denn wir gehen jetzt in die Zukunft und gehen noch nicht in den Schattentempel, sondern machen auch eine Aufgabe, die mich wahrscheinlich ein bisschen ankotzen wird. Daher will ich die jetzt weghaben, damit die weg ist. Beziehungsweise, halt! Ja, boah, ich bin jetzt mal einmal in meinem Leben klug und nicht dumm. Wie ist denn das? Wenn ich mich nicht täusche, muss dafür Nacht sein. Aber ich bin mir nicht sicher, deswegen versuche ich es erstmal so. So, los, renn, Link, renn! Da-da-da-dam. So. Gut. Da-da-da-dam. Wie ist das hier? Das glaube ich. Vorübergehend geschlossen. Okay. Dann machen wir halt Nacht, dann ist die wieder auf. Denn die können wir jetzt ganz ohne große Probleme abschließen. So, Moment. Das Auge haben wir sogar schon ausgerüstet, ja. Ja, es ist eigentlich assi, was ich jetzt mache, aber es gibt einen sehr einfachen Weg, diesen Schatzkistenpoker zu gewinnen. So wie es eigentlich die Spiele sind, tatsächlich echt... Was willst du denn? Verpiss dich, Junge, ganz im Ernst. Also... okay, hi du. Öffne eine Truhe und voila! Findest du einen Schlüssel, darfst du den nächsten Raum betreten. Links oder rechts, probier's aus. 10 Rubine pro Spiel, machst du mit? Ja, das kostet schon nicht so viel. Hat auch einen einfachen Grund. Kommst du mit, Hund? Nee, da bleibt er stehen. Sehr schön. So, jetzt könnten wir ja raten, welches von beiden der richtige ist. Oder wir machen das. Das Auge der Wahrheit kann tatsächlich in Truhen reinschauen. In alle Truhen, nicht nur in die hier, sondern in wirklich jede einzelne Truhe, die es gibt. Und damit kommt man relativ easy ans Ende durch, weil man kann sich die Truhen einfach anschauen. Das ist ein bisschen Cheating, aber okay. Also ist wieder die untere. Ja, das ist jetzt tatsächlich, ja, wieder ein Schlüssel. Also wir kommen da jetzt durch bis ans Ende. Und, dieses Mal ist es die da. Das kostet nicht mal mehr viel Magie oder was und ist eigentlich schon gemein. Aber naja. Ist halt einfach so, man braucht das Herz halt. So geht's einfach. Natürlich könnte ich jetzt 100-mal versuchen, bis ich irgendwann das Glück habe und tatsächlich... durchgelange. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Räume das sind. Das hier ist, glaube ich, der 4. oder 5. Wir haben jedes Mal ein halb hoch das. Also, ja, hier sind es die roten Rubine. Okay, die Farbe der Wände gibt an, welche Rubinzahl man bekommt. Jetzt hätten wir tatsächlich schon das Doppelte zurückbekommen. Ah. Und da ist es. Das Herzteil, das man bekommt, wenn man das hier öffnet. Ja, okay, dann ist es ein halb hoch 5. 2 hoch 5. 2 hoch 1 ist 2, 4, 8, 16, 32. 1 von 32, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Aber es kann durchaus sein, dass ich mich verzählt habe, weil ich bin nicht so gut im Denken, während ich laber. Uns fehlt, by the way, auch nur noch eine Melodie. Das ist nicht schlecht. Kann es sein, dass wir den Schattentempel eigentlich erst später machen sollen? Von der Reihenfolge her hätten wir den anderen Tempel erst machen müssen. Ja, aber den mache ich jetzt nicht. So, jetzt könnte man natürlich nochmal einmal durchgehen, um das Geld wieder aufzufüllen, aber ganz ehrlich, das meine ich. Ich gehe jetzt hin, guck mal, was der Typ zu sagen hat. Ob er uns gratuliert dazu, dass wir erfolgreich betrogen haben. Ich hätte jetzt zählen können, wie viele Räume das sind. Ich glaube, das ist so 1 zu 32 oder so. Also einer aus 32 Versuchen hat das Glück im Schnitt. Hi du! Klasse, ein echter Zocker! Ja, ich habe nicht betrogen. Tschüss. So. Und der Hund ist immer noch da. Wow. Kannst du auch das, Hund? Weil wir müssen jetzt in die Zukunft. Ich mache jetzt die eine Quest, die ich noch nicht gemacht habe, die länger dauern könnte. Das ist nämlich die Nachtschwärmer-Quest. Und ich gebe es auch offen zu, für die habe ich mir einen Guide geholt, weil auf die habe ich eigentlich gar keinen Bock. Weil ich habe die schon im ein oder anderen Let's Play gesehen und die muss jedes Mal wieder so ein Scheiß sein, dass ich da jetzt nicht so die größte Lust drauf habe, um ehrlich zu sein. Halt. Halt. Moment. Ah, okay. Ich habe nichts gesagt. Weiter geht's. Ab in die Zukunft mit uns. Wir haben viel zu tun. Nichts Wichtiges wie Ganondorf oder so. Nein, wir tun wichtige Dinge wie,
Ja, irgend so ein komisches Viech befriedigen. Weiß ich nicht. Da dieses komische Viech. Weiß eh nicht, was das sein soll. Zitadelle der Zeit. So. Ab geht's. Wir wollen jetzt zerstören. Wir wollen regeln. Wir wollen die Besten sein. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Dum, 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 dum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow, cool. Der Todesberg ist tatsächlich erloschen. Das ist immerhin schön, dass sie das tatsächlich eingebaut haben. Ich meine, ja, hier die Wasserwelt wird ja nicht vom Eis befreit. So, euch erstarre ich, weil ich habe immer noch keinen Bock auf euch. Wahrscheinlich könnt ihr auch einfach durchlaufen. Ah, nee. Tschüss. Ich weiß auch gar nicht, wie die kämpfen, wenn man erwachsen ist. Ich habe die ja bisher immer einfach totgeschlagen. So. Wie sieht das aus? Habe ich dir eigentlich schon einen verkauft? Ich habe jetzt 100 Punkte. Also einer von denen ist weg und ich weiß natürlich nicht welcher. Das ist ja super. Ich kann aber gleich mal nachschauen. Also zur Nachtschwärmer-Quest an sich. Nachtschwärmer hat man schon gesehen. Das sind diese komischen Viecher. Die erscheinen, wenn man hier mit dem Pferd durch die Gegend reitet. Und es sieht so aus, als ob ich den hier schon... Okay. Okay, das ist schlecht von mir. Das ist ein Irrlicht. Die erscheinen immer, wenn man zu Fuß ist. Ja, ich mach dich jetzt mal nicht fertig, weil du bist mir eigentlich egal. Das ist nicht... Bitte steck es ein. Steck es ein. Du hast die Nocturne des Schattens von Schierig erlernt. Warum spielst du sie nicht? Ich habe sie schon gespielt. Ich will jetzt eigentlich gar nicht gegen den kämpfen. Das ist ein Irrlicht. Ich könnte das jetzt umbringen, will ich aber gar nicht. Das erscheint halt hier, wenn man zu Fuß ist. So, wenn ich jetzt aber jemanden rufe, beziehungsweise warte. Da hinten war auch noch eins, ne? Dududum. Warum laufe ich im Kreis? Ich habe meinen Control-Stick ganz nach oben und ich laufe leicht mit links drall. Das ist ein bisschen komisch. Naja, egal. So, erscheinst du denn hier noch? Ja, es erscheint noch. Überall, wo zu Fuß die Irrlichter erscheinen, erscheint auch ein Nachtschwärmer, wenn man auf dem Pferd sitzt. Das ist ein geheimer Trick, also die erscheinen auch nur auf der Ebene von Hyrule. Alter, ich will jetzt nicht mit dir. Lass mich in Ruhe, verdammt. Boah, nerv mich nicht. Ganz im Ernst, ja? Verpiss dich. Nein, ich sammle dich nicht ein. Ich will dich gar nicht haben. So. Was wir jetzt eben machen können, ist, wir können hingehen. Können Epona rufen. Und dann können wir uns auf Ding setzen und dann kommen diese Viecher theoretisch nicht mehr als Nachtschwärmer, sondern als... Hast du nicht gesehen? Als, Oh, Epona, oh mein süßes Pferd. Ich habe ja daheim auch Pferde, das ist total süß. Aber unsere sind nicht so süß. So. Hier müsste jetzt theoretisch ein Nachtschwärmer erscheinen. Wo? Wo, wo, wo? Wo? Oh Mann! Das ist ja super, den habe ich nicht mal mehr gesehen. Aber angeblich soll man jetzt warten können. Nein! Angeblich soll man warten können, der soll nach einiger Zeit wieder erscheinen. Ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, wie lange das dauert. Wäre natürlich schon praktisch. Ha! Tatsache, das ist ja total einfach. Man muss nur finden, wo die Viecher sind. Die erscheinen dann von selber. So, hier kann man jetzt hier kann man Epona erstmal schlagen und züchtigen, wie man es mit echten Pferden tut. Wir haben, möchten wir ihn in einer Flasche aufbewahren. Was? Der verschwindet? Oh Gott, ist in Ordnung. Ja, meine Güte. Ja, ich verschwende gerne Pfeile. Runter mit dir, dann tust du jetzt deine Flaschen leeren. Hallo Käfer, tschüss Käfer.
Och, ernsthaft, der verschwindet? Warum wird da nicht einfach gesagt, du kannst den jetzt nicht nehmen, du Idiot? Nein, da muss ja erstmal. Och, jetzt hör mir doch auf, ey. Na super. Wir gehen da jetzt wieder da hinten hin, dann erscheint er wahrscheinlich gleich nochmal, weil ich schon so lange gewartet habe. Na, dann bringen wir ihn um und dann nehmen wir ihn mit. Was war das? Keine Ahnung. Das ist nicht so die richtige Richtung. Die erscheinen übrigens immer in Blickrichtung, deswegen gehe ich auch mal hier hin. Weil da kann ich ihm relativ einfach die Fresse vermöbeln. Nächstes Mal treffe ich ihn auch. Nein! Verdammt, und ich muss ihn jetzt wieder zweimal treffen, ne? Letztes Mal war es zu hoch. Komm wieder. Was? Och Mann! Lauf rückwärts, Epona. Gib mir mehr Chancen. Jawohl, jetzt hab ich dich, oh du Kleiner. Okay, das könnte doch ein bisschen eher nerviger werden, als ich gedacht habe. Aber dafür gibt's jetzt diesen Part. Ich mache das jetzt einfach so lange, bis ich die alle hab. Nimm dir den. Willst du ihn in einer Flasche auf... Ja, wir haben einen Nachtschwärmer gefangen. Aber das haben wir alles schon gemacht. Deswegen reite ich jetzt die Ebene einfach durch. Das Coole ist halt, man muss sie nicht beim Reiten schon töten, sondern man kann auch einfach warten, bis sie wieder erscheinen. Soweit ich weiß, erscheint auch hier hinten einer. Aber ich weiß nicht, ob wir den schon haben, weil ich kann mich... Ja, wir haben halt schon einen. War das der? Hallo? Oh, scheiße. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich noch einen gefeuert. Lauf rückwärts, Epona, du hättest nicht weiter reiten müssen. Aber okay. Bis zum Schild. Wir gehen bis zum Schild. Das ist natürlich ärgerlich wegen den Pfeilen, weil die muss ich auch wieder irgendwo herkriegen. Was? Oh, jetzt hör mir doch auf, ey. Scheißviech. Prinzipiell tue ich ja immer zu hoch zielen, deswegen ziele ich jetzt mal tiefer. Was? Wie viel Zeit gibst du mir? Gar keine, du Arsch! Das ist halt das Problem, weil man nicht reitet. Ich habe keinen Bock, meine Position jedes Mal zu korrigieren. So, wunderbar. Einen weiteren. Also es geht schon relativ schnell. Aber ich sehe, ich verbrauche viel zu viele Pfeile. Kann ich da durchreiten? Nee. Natürlich kann ich nicht da durchreiten. Nummer 2, und wenn wir den dritten haben, ist doch schon mal alles gut. So, die merke ich mir auch gleich, die tue ich mir gleich abhaken in der Liste. Theoretisch wäre es wahrscheinlich total einfach, die so alle zu kriegen ohne die Liste, aber ganz ehrlich, ich habe da jetzt nicht so den Bock drauf. Direkt am Eingang habe ich. Okay, welcher war jetzt der? Der war das. Okay, Alter, die Beschreibungen sind nicht so gut. Das wird noch lustig. Ich meine, ich gucke da jetzt gar nicht nach, welcher der nächste ist. Ich reite jetzt einfach so lange, bis ich die sehe. Einen kann ich noch fangen. Und um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich die nicht freilasse oder so, weiß ich nicht. Du. Nein. Du. Du. Und du. So. Der nächste, den weiß ich noch aus einem Let's Play. Den habe ich jetzt nicht nachgelesen. Der ist hier irgendwo. Ich weiß, dass es hier irgendwo eingeht. Aha. Ich weiß nicht, wo er hier genau erscheinen wird, aber ich denke mal, so ist ein guter Kurs.
Ja. Okay. Ja, ich weiß. Ich weiß auch, dass du jetzt hier nicht mehr Bock hattest und so. Epona, kannst du mal bitte gerade stehen bleiben? Ich will wissen, in welche Richtung du genau guckst, damit ich den Nachtschwärmer erwischen kann. Okay, der erscheint hier. So ungefähr. Noch die... Ja, ist in Ordnung. Junge, was ist denn das für ein Fadenkreuz? Da trifft ihr überhaupt nicht. Oh wei. Ich habe keinen Bock, jetzt die Pfeile zu verlieren. So, sehr schön. Da haben wir die nächsten drei. Da haben wir ja insgesamt schon mal vier. Und ich muss zum anderen Typen weg. Also es ist schon... Ja, es ist irgendwie ist das jetzt nicht so schwer. Aber das muss ja noch nichts heißen. Lauf. Vor allem muss ich halt jetzt wieder Pfeile farmen. Wo kriege ich denn am besten Pfeile her? Ich weiß, dass ich sie gegen Geld kaufen kann in Kakariko, aber die sind bestimmt sauteuer. Oh, da war ein Schild. Das ist schon verständlich, dass Epona das da jetzt nicht... Bleib stehen. So, ab nach Hyrule. Drei Nachtschwärmer. Also, ihr seht, die sind, wenn man das weiß, dann sind die scheinbar echt total einfach. Wenn man natürlich versucht, die im vollen Speed zu töten, dann kriegst du die Krise, ey. So, du möchtest jetzt gerne den und den und den. Wie war das? Ich muss dir hier direkt so zeigen, ne? Da guckst du. Ah! Ich meine. Ja, das, ich höre jetzt auf, dich zu synchronisieren, Junge. Du sagst eh immer dieselbe Scheiße. War das jetzt so klug? Ich weiß es nicht. Aber ist mir egal. Ich möchte einfach nur deine Quest fertig haben, damit ich die auch mal geschafft habe. Also warte, welchen muss ich jetzt ab... Ich hake die... merken wir... Ich merke mir die einfach. Ich merke mir die... Oh, das will ich nicht sehen. Ich merke mir die einfach. So, also wir hatten... Kakariko, Schloss und Long. So. Ich schreibe mir die jetzt einfach hinten dran auf. Daher, wenn ich jetzt anfange, das immer wieder alles durchlese, dann weiß ich ja im Endeffekt schon, was das bedeutet. Und das will ich ja eigentlich gar nicht. Weswegen ich, deswegen schreibe ich es mir auf die Rückseite. Da sehe ich dann nicht, welche das gibt. Ich will es ja doch schon suchen, weil das ist ja sonst irgendwie scheiße. Es wird ja eh noch lustig zu sehen, welcher der war, den ich falsch hatte. Keine Pfeile. Auch keine Pfeile. Ich fürchte echt, ich muss Pfeile kaufen. Oh, Geld, aber keine Pfeile. Super, ich muss nach Kakariko. Ist ja toll. Epona, oh, du bist so süß. Ich mache jetzt auch den Part einfach fertig. So. Achso, du kannst da nicht rein, ne? Ach, Epona. Wo könnten jetzt noch welche sein? Ich vermute mal, die werden auf der ganzen Karte relativ gleichmäßig verteilt sein. Wieso gibt es hier Gewitter? Ich will nicht, dass es hier Gewitter gibt. Gewitter ist traurig. Ja, hier ist wieder ein Geheimnis. Danke, Stein der Weisen, der vibriert. Das ist sehr nett von dir. Tam, tam, tam. Und ich laufe und ich laufe und ich laufe und ich laufe. Dann gehe ich mal da rein. Genau, du hast auch Pfeile. Ja, mein Gott, ey. Ja, da ist es zurück. Im gesamten Spiel heißt B auch bestätigen, wenn man, je nachdem, wo der Pfeil ist.
Aber bei dem heißt es zurück. Das ist ja auch wieder super konsistent programmiert, ey. Oh, ich hasse das. Gut. Jetzt gehen wir wieder weiter. Machen erst wieder das hier. Ich will es einfach nicht riskieren, halt. Ich will auch keine Pfeile verschwenden, daher hier. Ich kenne mich zu gut, ich hau die Items ab und an aus Versehen raus und deswegen nicht riskieren, sondern besser machen. Gut. Wir haben 4 Stück. Insgesamt brauchen wir ein paar mehr. Epona, ich möchte gerne auf Epona aufsteigen. Kann ich da? Danke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wo könnte der nächste sein? Ich vermute mal, hier wird irgendwo vielleicht bei dem Baum da oben. Ne, bei dem Baum war glaube ich nichts, ne? Ich reite jetzt hier einfach mal in der Gegend rum. Nö. Nix, ne? Ist jetzt ein bisschen doof. Nö. Nachtschwärmer irgendwo? Ja. Aha! Ich hab dich. Bei dem Stein. Ach, jetzt war es zu tief. Ja, erzähl mir doch was vom Krieg, mein Freund. So knapp. Etwas nach links. Was? Es ist durch den durch! Das ist sehr gemein. Aber okay, ich warte noch eine Sekunde länger. Ha! Das ist schon geil. Ey, das geht so echt total einfach. Unfassbar. Ich hatte ja echt gedacht, ui, das könnte schwer werden. Junge, bitte steig einfach ab. Ja. Wir haben einen Nachtschwärmer gefangen. Sehr schön. Schreiben wir uns auf. Stein. So, das ist eine sehr eindeutige Location. Wenn ich mich recht entsinne, war bei einem dieser Bäume irgendwo noch einer. Bin mir auch nicht ganz sicher. Hier vielleicht? Ja, Tatsache. Das hier, Glück. Erfahrung sagt etwas nach links. Deutlich runter. Nein! Ich habe wieder zu lang gewartet. Zu wenig. Das ist so unfassbar gemein. Das ist so gemein. Das geht jedes Mal durch den durch. Weil die einfach während dem Spawn nicht verwundbar sind. Das ist gemein. Bam. Jetzt habe ich dich. Und damit sind wir auf insgesamt 6 von 10. Das ist sehr praktisch. Ja. Sehr schön. Jetzt haben wir ja noch einen frei. Nicht, dass ich wieder verschwende oder so, ne? Genau, so. Büsche bei Baum, bei Wald vielleicht. Bei Baum. Jo, bei Baums. Ja, nee. Büsche bei Wald. Grüner Baum. Jetzt will ich ja da nochmal durch, nicht, dass da noch einer ist. Ich glaube nicht, in dem letzten... Aha! Ich wusste es! Irgendwo da waren 2.
Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Wie immer etwas runter, etwas nach links. Nein, so knapp. Aber das war gut. Das war schon relativ gut. Den könnte ich sogar schnell kriegen, wenn ich Glück habe. Gerade noch so. Huiuiui, das war ganz schön knapp. Also ihr seht, das ist jetzt mit den Nachtschwärmern. Wenn man die Taktik weiß, ist es selbst ohne Hilfe relativ easy. Ja, ey, genau in den Nachtschwärmer reingesch... Das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich möchte gerne aufsteigen. Kann ich? Danke. So, wir reiten jetzt absichtlich den unbekannten Weg heim. In der Hoffnung, dass da vielleicht noch irgendwo einer auftaucht, den ich mir schon mal merken kann. So. Wald mit Bäumen gelb. Ne, Herbst schreibe ich. Herbst. So, wo will ich hin? Da will ich nicht hin. Da ist, was ist das für ein Zaun? Kann ich da drüber? Ich kann da nicht, natürlich kann ich da nicht drüber. Das ist schon ein bisschen hoch für Epona. Das gebe ich offen zu. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Welcher Idiot da auch immer einen Zaun hingemacht. Und da oben ist doch garantiert wieder einer, oder? Nein? Was? Echt? Okay. Nee. Keiner zu sehen. Da unten vielleicht, bei dem Baum? Aha, den merke ich mir. Den merke ich mir, sehr gut. Dankeschön, Nachtschwärmer, dass du aufgetaucht bist. Das ist Nummer 7. Boah, ey, Epona hat es ja auch schwer. Das ist ja ein ganz schön harter... Ja, Wald. Nee, der Berg. Wald ist das, ja. Aber okay. Wir müssen so in die Richtung ein bisschen. Stopp. Herab. Und dann geben wir alles wieder ab. Boah, bin ich froh, wenn ich mit der Quest fertig bin, ey. Das ist echt... Wow, aber sie ist sehr viel einfacher als befürchtet. Ich hatte echt Angst, ich müsste die da im Reiten treffen und dann ist das nämlich wirklich ein Horror. Also, ja. Ich muss natürlich wieder hier und da... Und sowieso. Ach, und weil ich jetzt so ein richtiger... Ich bin jetzt so ein richtiger Geld-Junkie. Ich werde jetzt erst die Pfeile auffüllen. Ich meine, ich muss ja nur 10 kaufen. Dann habe ich wieder 36, weil ich hier nur 10 verbraucht habe. Was ein sehr guter Wert ist. 10 Pfeile? Ja, dann habe ich 4-mal habe ich verschossen. Das ist tatsächlich gut. Fülle ich erst wieder auf. Und dann. So, stopp. Gut, alles, nee, alles wunderbar. Im Moment, ich transportiere auch ein paar Nachtschwärmer mit mir rum, weil ich so lustig bin. Ich weiß auch schon, was die Belohnung dafür ist. Ich habe mir die Quest sehr gut angeschaut, weil das wirklich, ich habe Angst vor der Quest gehabt. In dem Let's Play, das ich eben gesehen habe, ich glaube von Ruby Neshada, also von Caleb war das. Uiuiui. Der hat sich da ja, ich glaube, 3 oder 4 Parts allein mit diesem Nachtschwärmer abgemüht. Das war so unfassbar schwer, dass ich mir das tatsächlich gemerkt habe, aber... Ja, Caleb, irgendwie... Das ist jetzt nicht so... Okay. Ich gehe einmal da oben raus, damit ich nicht so einen weiten Weg habe. Und dann mache ich Tag. Wenn das denn deine Begierde ist. Und tschüss. Du, sicher ist sicher. Doofe Säge muss ich auch noch an den Mann bringen. Aber da sind wir noch gar nicht gewesen in dem Gebiet. Da werden wir so schnell auch gar nicht hinkommen. Also, wir wissen noch gar nicht, wem wir diese Säge... Ja. Ist in Ordnung. Aber ich habe zu den Nachtschwärmern eigentlich schon fast alles gesagt, was ich sagen wollte. Einerseits eben... Jo, öffnen ist relativ... Oder finden ist relativ cool. Man läuft einfach zu Fuß durch die Gegend und schaut halt so lange... Ja, halt die Fresse. Ich brauche nur 10, ne?
Ja komm, ich krieg die eh voll und auf 40 aufstocken ist auch nicht schlecht, ne? Tschüss! So, jetzt haben wir im Endeffekt wieder volle 40 für die letzten drei. Das sollte, denke ich, mal reichen. Da wir ja einen schon abgegeben haben, sind es ja nur noch drei. Weil es sind insgesamt 10. Und das ist doch relativ praktisch. Die kriegen wir in dem Part noch fertig. Auch wenn leider halt sowas wie das Abgeben echt übertrieben lange dauert, weil dieses Viech jedes Mal, oder weil die Texte dieses Vieches sich nicht überspringen lassen können. Was ich zwar nicht so ganz verstehe, aber okay. Und los geht's. Epona, du bist mein Liebling. Ganz ehrlich, ich weiß, ich hab Marlon. Aber, an dich kommt keiner ran. Nicht Zelda, nicht Marlon, nicht die andere Kleine da aus dem Kokiri-Wald, die Salia. Nee, das ist alles nichts mit denen. Aber mit dir, Epona, das ist echt super mit dir. Muss man schon so sagen. Ich würde ja jetzt gerne Dirty Talk machen, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht so angebracht. Bla bla bla. Der labert uns jetzt wieder ewig voll, aber dann sind wir bei 700 Punkten. So, und die geniale Belohnung, ja. Die ist in Zelda-Spielen immer ein bisschen übertrieben genial, weil die übertrieben viel wert ist, aber das sei jetzt mal recht. So, und der füllt uns das wieder auf 500 Rubine auf. Das ist schon ziemlich nice hier. Volles Konto, volle Pfeile, alles voll. Also sei mal still und füll mir mein Geld auf, was ich gar nicht brauche. Und der letzte. Dann haben wir schon mal 7 von denen abgegeben. Das ist doch, ey, das ist eigentlich echt. Ja. Ich könnte mich natürlich auch der Herausforderung stellen, die Viecher im Reiten. Aber will ich nicht. Weil es geht einfach und das ist erlaubt. Und, warum ich da jetzt anfangen soll, im Endeffekt, und all das jetzt auf extra schwer nochmal machen soll, bloß weil man die Viecher halt im Reiten auch erledigen kann und sie dann halt wenigstens ein bisschen länger auftauchen, aber dafür halt 100-mal schwerer zu treffen sind, weil sie sich am Boden orientieren und entsprechend auch hoch und runter machen, ja, das ist mir nicht so ganz klar. So, jetzt gucken wir von der Seite, ist hier hinten einer. Sieht nicht so aus. Also ich werde die ganze Ebene durchmachen und wenn ich nichts mehr finde, dann werde ich mich auf meine Karte verlassen. Also ich habe hier eine Karte, wo die Fundorte grafisch markiert sind, aber die brauchen wir jetzt noch nicht. Also von daher. Hier irgendwo? Was ist denn, Navi? Ich kann dich rufen hier sogar. Oh. Aber Ocarina spielen geht natürlich nicht. Das ist ja super. Voll diskriminierend. Ich weiß halt auch nicht, wo der war, den wir schon haben. Okay, hier scheint keiner zu sein. Du schaffst es, Epona. Ich bin zuversichtlich. Hier war einer, ne? Wo machen wir den am besten hin? Bleib stehen. Das ist alles Kacke. Okay, das ist keine gute Idee. Wir müssen ihn in der Richtung erscheinen lassen. Irgendwo hier so. Kann ich mich hier hinstellen? Sieht so aus. Weil Epona hat gerade so komisch geraucht und das hat sie bisher immer, wenn Nachtschwärmer erschienen ist. Aha. Hier geht das. Das ist halt das Gemeine da dran. Der Nachtschwärmer macht die Straße mit, aber den kannst du hier eigentlich gar nicht anders kriegen. Er ändert halt seine Höhe dynamisch mit. Schwierig. Okay. Da. Ich muss ihn nur günstig treffen und direkt einen Pfeil hinterherhauen. Warten, bis er da ist.
Haha, ich habe ihn. Hahaha, du kannst mir gar nichts. Außer Epona kommt hier nicht hoch. Oh, das arme Pferd muss solche Hügel laufen. Ja, ich habe ihn mitgenommen. So, wir kommen doch auch da hoch, oder? Kann ich da noch einen mitnehmen? Da unten ist doch bestimmt einer, oder? Aha! Ich wusste es! Jetzt muss ich mir nur noch so hinstellen, dass er möglichst nicht in eine Wand macht. So? Dann bin ich schon wieder zu weit weg. Nein? Okay. Hier erscheint er. Okay. Oh, das ist auch wieder mega ungünstig. So? Okay, das könnte funktionieren, wenn ich noch ein bisschen weiter nach links gehe. So ungefähr. Da muss ich aber wirklich genau treffen, weil da eine Kurve fliegt. Ha, sehr gut. Ey, 34. Ich habe 6 Pfeile für 2 Viecher. Das ist nicht schlecht. Und dafür, dass ich bisher noch nicht einen einzigen Nachtschwärmer wirklich nachgeschaut habe. Alles gut. So, wir haben tatsächlich jetzt 9 Stück, gell? Genau. Also 2 haben wir dabei und 700 Punkte hatten wir schon. Das ist doch gar nicht schlecht. So. Jetzt einmal hier. Ich will da oben noch gucken. Auf dieser Höhe könnte ich mir vorstellen, bei dem Felsen vielleicht. Da ist ein Felsen, da können wir rein. Das ist ja geil. Also ihr seht, die Nachtschwärmerjagd ist gar nicht so lange. Langwierig, wie ich dachte. Die dauert maximal lange. Hier? Nein? Okay. Dreh dich um, Epona. Danke. Hier muss doch irgendwo einer sein, das kann mir doch keiner erzählen. Ich laufe auch absichtlich ein bisschen Schlangenlinien, weil es kann ja sein, dass man ihn nur ganz knapp verfehlt. Nein? Nein? Ah, das ist doof. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich den hier noch finde. Ja, hier ist er nicht mehr. Das ist abseits der Ebene von Hyrule. Da kommt man nicht mehr. Oder da kommt man schon weiter, aber da wollen wir noch nicht hin. Gut, dann steige ich jetzt nochmal ab und laufe dieses Gebiet nochmal ab. Ich glaube einfach nicht dran, dass es hier nichts gibt. Da ist schon mal nichts. Da ist auch nichts. Muss doch irgendwas sein. Nein? Echt nicht? Oh, das ist ja voll doof. Und wenn ich den Baum schlage mit einem Hammer? Es ist ein Baum, oder? Ich weiß es nicht. Nee, auch nicht. Das ist ja krass. Oder zählt der da unten als... Ach so, und hier muss man nochmal Bombe legen, oder was? Das ist ja krass. Ich glaube, da waren wir schon drin, wenn ich mich nicht täusche, ne? Da war eine Skaltula, wenn ich mich recht entsinne. Nee, hier ist nichts. Okay. Vielleicht bei der Mauer da oben, die sieht auch verdächtig aus. Ja, bei dir ist nichts. Ach, hier ist die Kuh, ne? Ja, und da oben in der Ecke war, glaube ich, die Skaltula. Ja, hier waren wir schon. Das ist ja super.
Dann will ich nochmal da oben bei der Mauer versuchen und vielleicht woanders noch. Weil ich glaube, ich finde den garantiert noch. Ich will die alle ohne zu suchen finden. Oder ohne auf die Tipps zu schauen, ja? Da oben ist doch bestimmt noch einer. Das sieht man dem doch an. Nicht? Ach, komm schon. Nö. Doof. Okay, dann weiter. Wie war das? Hier oben bin ich geritten und hier war nichts, wenn ich mich recht entsinne, ne? Ja, hier war ja schon. Hier war ja schon einer direkt in der Nähe. Taucht er dann nicht nochmal hier auf? Das sieht doch verdächtig aus, diese Mauer. Da war doch noch keiner. Da muss noch einer sein. Definitiv, ey. So eine Mauer gibt's hier nicht umsonst. Die hat doch der Trump gebaut. Nein? Was? Echt nicht? Nein, wieso? Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte schon gedacht, dass an der Mauer da jetzt noch was ist. Oh oh. Hui, das war knapp. Nee, auch auf der Seite nix. Boah, das ist ja gemein. Wo soll denn da der letzte sein? Bei dem Baum war nix. Da haben wir schon gesucht, ne? Auf die andere Seite von dem, den kommen wir nicht. Hier sind wir in dem Wald, da waren schon zwei. Da wird nicht noch eins sein, denke ich mal. Ne, hier war auch. Hier war aber auch schon. Da waren wir schon, da bin ich mir sicher. Ich will das nicht abhaken. Ich will das selber finden. Ich habe den Elan, den Ehrgeiz, den Mut und das Geld. Vielleicht? Nee. Echt nicht? Das sind Grasbüschel, die sonst keinen Sinn ergeben. Da muss doch was sein. Nö. Schwierig. Ich meine, zwei Orte gibt es theoretisch noch. Den hier Hammer. Also zwei Orte müsste es theoretisch noch geben, die wir in dem Part noch nicht gefunden haben. Und ja, ich weiß, der geht überlang, aber ist mir egal. Okay, in dem Fall reite ich nochmal hier unten lang. Beim Zora-Fluss war ich noch nicht so wirklich. Stimmt. Hier unten ist doch garantiert noch einer. Bei dem Baum oder so, da muss noch irgendwo einer sein. Da bin ich mir, da muss noch einer sein. Wo bist du? Verarschen kann ich mich selber, du bist da, ich bin mir sicher. Auch nicht? Was? Wo soll der sonst sein? Da oben hatte ich es mal versucht, aber da war keiner, ne? Komm, jetzt verarsch mich nicht, du bist da. Ich sehe dich doch. Also, ja, ich sehe dich. Ich sehe dich ganz genau. Ich tue nur so, als ob ich planlos durch die Gegend reite. Ich reite nicht planlos durch die Gegend. Ich sehe dich. Okay. Wo soll der sein? Ist echt schwierig. Ich finde dich. Ist mir egal, wie lange ich jetzt rumreite. Ich finde dich ohne den Tipp.
Ich meine, ich muss mir das nicht angucken. Ich kann das machen, wie ich will. Da unten waren wir schon. Das ist vielleicht bei der Long Long Farm. Pfeile, das ist cool. Auch nicht, okay. Hey, das muss doch bei dem Baum da hinten sein. Ja, aber wo dann? Ey, das gibt's ja gar nicht. Okay, ich gestehe ein, hier ist keiner. So viel kann ich, glaube ich, nach eingehender Analyse schon sagen. Aber hier am Rand sind die nicht. Die sollen ja verschwinden. Oder die sollen ja irgendwann mal auffallen. Hier noch einer, aber das glaube ich irgendwie. Waren doch schon zwei. Bring doch keinen dritten. Das wäre ultra assig. Hier ungefähr war der eine schon. Da ist nix. Da war ich ja auch schon. Ja, nehmen wir trotzdem mal mit. Hier bei dem Felsen war auch schon was. Da ist auch nichts mehr. Hey, wo soll der sein? Ich will nicht auf die Karte. Ich werde nicht auf die Karte gucken, so muss ich sagen. Okay, ich reite jetzt nochmal die Long Long Farm entlang. Einmal mit mehr, einmal mit weniger Abstand. Ja, da waren wir ja auch schon die Mauer, da ist ja auch keiner. Hä? Das verwirrt mich gerade wegen total. Da hinten war ja keiner. Da sind wir auch schon durchgeritten. Eingang von den Kokete? Nee. Da ist doch nix. Nee. Stehen bleiben. Epona hat so den Drang, sich immer zu bewegen. Egal wie sehr du ihr sagst, die soll stehen bleiben. Jetzt dachte ich gerade, ich kann hier nicht mehr reiten, weil... Yo. Komm, Kokiri. Hier muss doch was sein. Hier war doch noch nichts. Nö, hier lässt sich auch keiner blicken. Bei dem Baum war ich auch schon 2, 3, 4, 5 Mal, gell? Da ist auch nichts. Hm. Ich will das nicht aufgeben. Ich gebe das nicht auf. Und wann die Stern vom Himmel falle, unsere Kirmes wird gehalle. Nee, warte, das war falscher Spruch. Den haben wir ja schon. Das wäre ja Schmarrn, warum sollte der nochmal auftauchen? Das war ungünstig.
hier vielleicht irgendwo noch? Ja, mein Geheimnisstein leuchtet schon wieder und sagt mir, Epona, was los? Digga, was geht? Schwierig. Hier taucht keiner mehr auf. Ha. Damit hatte ich jetzt echt nicht gerechnet. Okay, dann reite ich einmal die Ränder so ein bisschen ab. Vielleicht bei dem Schild? Nö. War ja auch zu einfach. So, hier sind wir schon wieder bei der Mauer, gell? Da ist auch keiner. Und hier habe ich ja schon großräumig abgeräumt. Nach mittlerweile ja, 15 Minuten für den Part bin ich doch ein bisschen versucht, den letzten nachzuschauen. Aber erst versuche ich mal, ob vielleicht da unten ein Ding erscheint, wenn ich hier damit reinreite. Wisst ihr schon, wenn ich hier hinreite, ob dann... Nö. Okay, ich gebe es auf. Ich gucke, wo er sein könnte. Gebe es hiermit offiziell auf. Ich wüsste nicht, wo er wäre. Schauen wir mal. Hab ich. Da wäre einer, den hab ich und den hab ich auch. Die bei den Bäumen habe ich beide. Welche sind jetzt noch übrig? Hä? Okay, wo soll der sein? Na, wie halt die Fresse? Ganz im Ernst, halt einfach deine Fresse. Seriously, halt einfach die Fresse, okay? Seriously. Also zwei, wo ich vermute, dass sie es sein könnten. Hoppala, da kann ich ja gar nicht lang. Bei der Wand soll nicht doch einer sein. Ich dachte, wir hätten die alle. Komisch. Das ist der untere. Den habe ich markiert, ja. Genau, hier war einer und hier soll einer sein. Ja. Sehe ich, wie hier einer ist. Dann ist das vielleicht der, den ich schon habe. Ja, dann muss der andere ja wohl zwangsweise... da hinten sein. Aber da war doch keiner. Da habe ich doch mehrfach nachgeguckt. Oder wollt ihr mir sagen, ich war nicht weit genug oder nah genug dran? Ja, hier war ich mit Epona noch nicht. Hier müsste irgendwo ein Nachtschwärmer sein. Ein Irrlicht. Aha, da ist noch eins. Das war jetzt aber Eich.
Und waren das ungefähr hier, ne? Ja, ist mir egal, verschwinde. Verschwinde endlich. Oh Mann, ey. Ja, danke. Tschüss. So. Das war ungefähr hier, ne? Das ist ja gemein versteckt, ey. Das war hier irgendwo. Hä, wo ist denn dieser blöde scheiß Nachtschwärmer? Ey, jetzt verarscht euch doch mal selber, bitte. Der war doch hier. Was? Wo zur Hölle? Okay. Ich gehe jetzt genau an die Stelle, wo dieses blöde Viech erschienen ist. Hier. Na super, ich habe ja wieder... Ach, Junge, hör auf. Kannst du den bitte ins Visier nehmen? Genau hier ist der erschienen. So. Gut, dann gehe ich jetzt auch genau dahin. Epona. Dann müsste ja hier jetzt irgendwo das Viech erscheinen. Oder muss ich dafür erst das Ding einsammeln? Alter, leck mich. Jetzt dachte ich, der wäre wieder erschienen. Dann hätte ich dir mal was gegeicht, ey. Muss doch hier sein. Nö. Ja, das kann doch nicht sein, ey. Wo ist der? Ist das so eine Art Witz? Ich fühle mich gerade verarscht. Super, jetzt nehme ich hier eine Stunde den Part auf. Wo bist du, verdammt? Okay, vielleicht war ja derjenige, den wir schon hatten. Such mir halt nochmal den letzten. Der war hier. Der müsste ja dann hier irgendwo auftauchen. Bleib stehen. Na, wo bist du? Okay. In der Situation bleibt nur eins zu tun. Ich rufe jetzt Epona her. Ich möchte, dass der Nachtschwärmer genau erscheint, wo ich bin. Komm her. Braves Mädel. Ich werde jetzt nur minimal laufen. Aha! Was bist du denn für ein Assi, ey? Ey, das fand ich jetzt überhaupt nicht lustig. So lang, also wie der sich versteckt, das, den findest du doch nie.
So, ich hab sie alle. Boah, ey. Da kriegst du ja die Krise, ey. Nach einer Stunde. Was für ein Part, ey. Ich hab nicht viel erzählt. Das ist eigentlich traurig. Gut, aber ich wollte die Quest denn unbedingt in einem Part fertig haben. Vielleicht werde ich die Audiodatei so bearbeiten, dass man weiß, dass am Anfang... Oder dass man am Anfang weiß, dass ich am Ende was erreicht habe und zwischendrin halt einfach nur diese blöden Nachtschwärmer suche. Und dabei 20 Minuten ungefähr für einen brauche und für alle anderen nichts. Wow. So langsam bin, glaube ich, auch nur ich. Aber der ist hier nicht erschienen. Da musstest du ja echt voll an der Wand stehen. Null Toleranz und so, ne? Ja. Wow, ey. Na egal, dann gehe ich mal weiter. Hab ja wieder ein paar Pfeile zu kaufen, damit die mir auch Geld, oder damit dieses Viech mir auch Geld geben kann. Und dann erhalten wir endlich unsere Belohnung. Die Quest ist für mich dann auch abgeschlossen. Das ist sehr, sehr schön. Weil genau diese Quest hat mich, glaube ich, ordentlich, oder hat mir ordentlich Muffensausen gebracht. Willkommen! Ich weiß nicht, wie viele mir fehlen. Ich kriege eh 100 Rubine, von daher ist das auch egal. Jetzt habe ich definitiv voll. Wo man den großen Köcher herkriegt, weiß ich noch gar nicht. Könnte aber noch ein bisschen dauern, weil im Moment haben wir nur 40 Pfeile und eigentlich kann man ja bis zu 50, müsste man. Aber, ja, muss man mal schauen. Ich glaube auch, wir werden vor dem nächsten Dungeon kein Herzteil mehr bekommen. Ne, werden wir nicht. Steck es ein. Danke. Ne, werden wir echt nicht. Der nächste Dungeon ist ja schon direkt ab Part 50. Wow. Und wie gesagt, wir haben, glaube ich, einen Dungeon schon wieder übersprungen, weil die normale Reihenfolge scheinbar genau andersrum ist. Was ein bisschen komisch ist, weil der Tipp von Navi halt schon eher nach Kakariko weist, um es mal so zu sagen. Ja, keine Ahnung. Wird schon alles seinen Grund haben. Jedenfalls haben wir diese Quest damit erfolgreich beendet und das ist sehr, sehr schön. Und wir haben ja nicht nur das erreicht, wir haben ja sogar noch das letzte verbleibende Minispiel geschafft. Sehr, sehr schön. So, Freundchen, jetzt machen wir mit dir fertig, damit ich deine Visage nie wieder sehen muss und dich auch nie wieder synchronisieren muss. Halt die Fresse. So, gut, Stunde Part, ey. Und ich so, naja, ich mache einen Part Zelda und mache einen Part das andere Projekt. Das andere Projekt kann ich, glaube ich, jetzt ein bisschen knicken. Ups. Vielleicht sollte ich dich nicht in eine Flasche einfangen. Junge, guck ihn an und gib ihm das. Das ist nicht so schwer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wir bekommen 50 Rubine, sind wieder voll, haben volle Pfeile, also alles gut. Sehr schön, jetzt geben wir die ab und Junge, Junge, Junge. So, da, der letzte. Oh, du bringst mir etwas. Nun, jetzt spreche ich mal lieber Deutsch, denn erstaunlich, es ist ein Nachtschwärmer. Dafür bekommst du volle 50 Rubine, die du nicht in deinen Geldbeutel tun kannst, weil er voll ist. Aber 100 Punkte kriegst du nochmal. Hast du 1000 Punkte gesammelt, dann wartet eine geniale Belohnung. Oh, wow. Ich rede, weil ich so verblüfft bin. Du hast jetzt genau 1000 Punkte. Du bist ja voll der geborene Geisterjäger. Da kann ich in Rente gehen, wenn das so weitergeht. Willst du was haben? Was denn? Ach, das, was ich dir erzählt habe? Ach ja, jetzt hör mal auf, ey. Das kriegst du natürlich nicht, aber ich habe ganz viele Nachtschwärmer jetzt von dir. Und naja, ich nehme jetzt keinen weiteren mehr, weil ich brauche keine mehr. Aber du willst das haben, was... Ja, ja, okay, ja, also, nee, na, okay. Hier. So, damit haben wir die letzte Flasche im Spiel endlich. Das ist ganz cool. Bis zu 4 kann man haben. Hier ist eh nur Geld drin, so. Sieht man auch relativ schön hier. Diese blaue Linie im Hintergrund ist jetzt voll mit Flaschen belegt. Was bedeutet, dass wir jetzt endlich alle haben. Gut, dann habe ich nicht mehr viel zu tun. Denke ich mal, ich gucke nochmal, ob ich vor dem nächsten Part noch irgendwo ein Herzteil herkriege oder so. Und würde auf jeden Fall mal sagen, ich speichere jetzt, also nicht erschrecken, lieber Deni. Und falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Legend of Zelda Ocarina of Time. Bis dahin, Servus.